Wir haben gestern schon mit den beiden geredet. Wir machen es aber einfach nochmal, weil... Okay, sie sagen nichts anderes und es verändert sich auch nicht. Ich habe gedacht, die kleine Wolke graut dann vielleicht aus oder sowas in der Richtung, aber anscheinend nicht. Ich glaube, hier im Zimmer haben wir uns schon angeguckt und da war nichts mehr auf irgendeine Art und Weise. Und wir wollten jetzt die Wächter, die Soldaten, die Ritter, wie auch immer man sie nennen möchte, wollten wir belauschen. Zumindest habe ich das so verstanden. There should still be soldiers outside. Let's take note of the situation. Get out of there. Okay. Ich werd auch nicht alles vorlesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil erstens gibt es sehr viele englische Wörter, die ich nicht aussprechen kann. Das ist eine Tatsache. Das muss ich nicht irgendwie verstecken auf irgendeine Art und Weise, sondern das ist einfach eine absolute Tatsache. Ich werde es selber lesen, ihr könnt selber lesen, wenn ihr es nicht lesen wollt. Ich werde wahrscheinlich irgendwelche Kommentare oder sonst irgendwas dazu machen, was gerade abgeht. Das heißt, vielleicht aus dem Kontext heraus werdet ihr es trotzdem auf irgendeine Art und Weise verstehen können. Ich habe geguckt, ich habe keinen deutschen Untertitel gefunden auf irgendeine Art und Weise. Ich habe auch kein deutsches Overlay gefunden auf irgendeine Art und Weise. Wir könnten die japanischen Stimmen verwenden. Allerdings denke ich persönlich, es macht es einfacher, wenn wir die englischen verwenden. Wenn ich merke, es macht nicht extrem viel aus oder sonst irgendwas, können wir auch gerne die japanischen verwenden. Ich persönlich habe da nichts dagegen. Hi, ich gucke sehr viel Animes. Und da passiert es auch, dass sehr viel Japanisch einfach ist und englische Untertitel. Das heißt, ich persönlich habe keine Probleme damit. Für den Fall der Fälle, dass ihr irgendwas nicht versteht oder sonst irgendwas in der Richtung, dann fragt mich. Ich werde versuchen, es so gut es geht zu erklären, was gerade abgeht. Zu übersetzen oder sonst irgendwas in der Richtung. Und was ich aus Persona 4 gelernt habe, Persona scheint ein Spiel zu sein. Ich weiß nicht, ob 5 genauso ist wie 4, aber in 4 gab es einige Themen, die angesprochen worden sind, die vielleicht auch nicht unbedingt sensibel angesprochen worden sind, die gegebenenfalls mit der japanischen Kultur angesprochen worden sind, sozusagen. Wie zum Beispiel, dass sich in Persona 4 sich darüber lustig gemacht wird, wenn man übergewichtig ist, weil... In Japan ist das halt nicht unbedingt Standard und nicht so gern gesehen und keine Ahnung was alles. Oder in Persona 4 war auch, dass sie minimalistisch komisch waren gegenüber Homosexualität und sowas in der Richtung. Das heißt, für den Fall der Fälle, dass irgendwas sein sollte und ihr braucht eine Pause oder ihr wollt gerade nicht zuhören oder ihr wollt es nicht sehen oder sonst irgendwas in der Richtung. Nehmt euch die Pause und geht weg vom Stream. Und wir sind im Moment jetzt in einem Dungeon drinne von einem perversen Lehrer, der anscheinend irgendwas mit einer Schülerin hat oder gegebenenfalls auch nicht. Wir sind uns noch nicht zu 100% sicher. Sie scheint nicht unbedingt happy mit der Tatsache zu sein. Also ich weiß noch nicht zu 100%, ob da vielleicht irgendwas läuft, ob es auf beiden Seiten einvernehmlich ist, dass die beiden was miteinander am Laufen haben. Ich weiß nicht, ob wirklich was am Laufen ist oder sonst irgendwas in der Richtung. Das heißt, wenn das Thema irgendwie auf irgendeine Art und Weise extrem bei euch anläuft oder sonst irgendwas, dann geht weg für 2, 3 Sekunden oder sonst irgendwas in der Richtung. Passt auf euch auf, währenddessen wir spielen, weil ich weiß nicht, wie krass das noch wird oder wie heftig oder sonst irgendwas in der Richtung. Somit, hell yeah, Trigger-Warning. Da war sie. Das war sie. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Ansonsten, ich werde extrem meine Meinung da drin vertreten und keine Ahnung was alles. Somit, hell What? Sumos sind dort doch die Stars. Sumo-Kämpfer ist was anderes. Wenn du ein Sumo-Kämpfer bist, ist es was komplett anderes, weil dann bist du ein, dann bist du gefeiert, das stimmt. Ja, aber an sich als Japaner übergewichtig zu sein, als Tourist in Japan übergewichtig zu sein, ist auch wieder was anderes. Als, ich sag mal, Einwanderer in Japan zu leben und übergewichtig zu sein, ist auch was anderes. Und in Persona 4 haben sie es versucht, auf diese witzige Art und Weise möchte gern zu machen, dass sie
es irgendwie rübergesprochen haben, von wegen, hahaha, das ist ja so witzig, aber es war schon hart an der Grenze zwischen, es ist witzig und es ist einfach nur beleidigend. Das heißt, es ist extrem an diesen Grenzen die ganze Zeit. Deswegen, ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Wie fandest du es eigentlich, als Nia gefriendzoned wurde? Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Beziehungsweise ich war im ersten Moment sehr schockiert und habe einfach nur gehofft, dass Rex, wie soll ich sagen, dass Rex nicht komisch drauf reagiert sozusagen. Er hat aber komisch drauf reagiert und da musste ich drüber lachen, muss ich ganz ehrlich sagen, was da in dem Moment passiert ist. Und dann habe ich einfach nur gehofft, dass sie es auch freundschaftlich gemeint hat, weil er hat es freundschaftlich gemeint, denke ich, dass er dann, weil er hat sie erwidert, er hat ja auch zu ihr gesagt, dass er sie lieben würde. Aber ich denke, bei ihm war das wirklich extrem freundschaftlich gemeint. Bei ihr könnte das auch eher in die Richtung wirklich Liebe-Liebe gehen, aber ich hoffe einfach mal, dass beide sich freundschaftlich lieben und dass das Ergebnis davon war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss schmunzeln. Ich muss ziemlich schmunzeln in dem Moment. Okay, nun zu Persona 5. Los geht's. Was ist hier los? Okay, also sie wollen einfach nur aufpassen, ob alles in Ordnung ist. Und irgendjemand scheint wohl verschwunden zu sein. There's a training hall, right? Okay, let's go. I think that's just a little further ahead. Let's go. Let's go. Warum kann ich die ganzen Dinger hier nicht öffnen? Hmm. This is. Ich wünschte, ich könnte das tun. Aber ich kann nicht reingehen. Oh mein. Hey, nicht artig wegdrücken, einfach artig vorlesen. Ich werde nicht alles vorlesen. Ich werde nicht alles vorlesen. Aber ich werde gucken, dass ich zumindest die Hauptcharaktere ein bisschen vorlese. Shoot, there's a guard on duty here. The way to the training hall should be just past those bars. Und meine Theorie ist, die Blonde, die von dem Lehrer im Moment dumm angemacht ist und die meiner Meinung nach auch zu einer Persona wird, weil ich glaube, ich habe sie schon, ich glaube, ich habe schon mal ein Bild von ihr gesehen in so einem roten Lackleder-Katzenkostüm. Meine Theorie ist, dass sie die Katze ist, die wir da sehen. Das ist meine Theorie. Das möchte ich noch kurz raushauen. Für den Fall der Fälle, dass ich richtig liege, weil dann kann ich danach da sitzen und sagen, ich hatte recht. Wie viel hast du denn bisher gespielt? 3 Stunden. Drei Stunden, irgendwas. 3 Stunden ungefähr. So, what are we gonna do? Do we gonna fight it? Seems so. Just don't let it notice you beforehand. If it does, the palace security level will rise. Security Level. Okay. Wenn es 100 hat, dann müssen wir raus. Das ist Come nicht on, gut. man. And what do we do if that happens? Run away? Well, the security level will go back down if we can beat more enemies without getting noticed. That sounds complicated. Fine. I put together some info about the security Now level. then. Understanding this is crucial to palace. I don't even know. Infiltration? So make sure you read it carefully, okay? Okay. It's fine. Versteh doch schon. Ich soll mich nicht erwischen lassen. Show me your true form. Ich verstehe schon, ich soll mich nicht erwischen. Was sind das denn für welche? Ihr seid neu. Wir wissen noch nichts über dich. Aber du bist süß. Guckt euch an. Goldisch. Persona! Boop, das ist ein Mädchen. Oder?
Die Blumen haben eindeutig Brüste. Ich sehe Brüste. Wie Mist. Hell yeah. Möglicherweise, Kelly Killer, möglicherweise. Wir haben 1,50 bekommen. Hell yeah. Huh. Sieht nicht so aus, als ob ich in irgendeiner Art und Weise in irgendeine Zelle rein könnte, was mich echt ein bisschen traurig macht. Ich habe wirklich gehofft, dass ich ein bisschen mich umschauen kann. Wie kommen wir darüber? Sollen wir überhaupt darüber? Nicht ins Wasser hopsen? Nope, Akira weigert sich. Und wir haben unseren Charakter Akira genannt, weil... Oh, okay. Und wir haben unseren Charakter Akira genannt, weil er heißt Akira, er soll Akira heißen. Sein Name ist Akira. Der Name, den man ihm gegeben hat, von den Spielemachern quasi. Ich hätte ihn auch einen anderen geben können. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich relativ unspektakulär bin, was Namen geben angeht. Das heißt, wenn ich ein Mädchen spiele, dann heißt sie meistens Caroline. Da ich aber einen Typen spiele und mir in dem Moment... Der einzige Name, der mir eingefallen wäre, wäre wahrscheinlich im allerersten Moment Yoshi gewesen. Und deswegen würde er jetzt Yoshi heißen und stattdessen heißt er jetzt Akira. Wo ich aber, um ehrlich zu sein, nichts dagegen habe. Weil, kennt ihr Akira? Kennt ihr Akira, den Film? Gott, so gut! Die Karte zeigt auch keinen betretbaren Raum an. Die Karte kann mir den betretbaren Raum anzeigen? Muss ich mal drauf achten. Peter Günther, Horst Joachim. Das nächste Mal nehme ich einen von denen. Versprochen. The training hall is up ahead, right? Yeah, it's a little further. Make sure you watch out for any guards along the way. Okay. Hmm. What's this? Wie zeigt mir die Karte an, ob ich da rein kann oder nicht? What's this? Ist es, wenn ich rein kann, dann ist es gelb? Und wenn ich nicht rein kann, ist es weiß. Das war vor über 20 Jahren mein erster Anime. Echt? What? Akira ist echt... Das ist nicht geeignet für Kinder. What? Türfarbe eventuell. Ich denke auch, ja. Das Gelb heißt, ich darf und Weiß heißt, ich darf nicht. Wie soll ich mich von dem einen nicht sehen lassen? Der eine guckt hier in die Richtung. Oh, okay, sie zeigen mir es. Gut! Dude. I had a feeling there would be a lot of enemies. It would be impossible to dodge all of them. Then what do we do? Should we try and take them down like before? It's not that simple. We still have a long way to go, so we should be conserving energy. I see. Sorry. Damn it. Damn it. Damn it. Oh, das letzte Glühwürmchen ist voll traurig. Auf volle Latte. Habt
die Animes noch auf Englisch auf Videokassette gekauft. Ich hab's auch auf Videokassette, Akira. Ich hab auch Akira auf Videokassette. Oh ja. Yeah. Damn it. I wish I could fight. I'd at least be able to help out a little bit. But all I got is this toy from earlier. I'm such a loser. Aw, baby. Huh? Do you mean that gun? Yeah. Hallo? Stimmen bitte zusammenhalten? Yeah. It looks real and all, but it doesn't shoot anything. I see. Well, there is a way. Okay, we will use that to take down the enemies. What? Were you listening to me? It doesn't even shoot pellets. Yep. Don't worry. I'm sure this will work. Attack away, frizzy hair. Leave it to me. What are we going to do? Ich habe auch ganz schön geheult bei dem Film. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Friendliness Pellets. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Undertale! Hell yeah! Ey, Gerl! Hi, willkommen zum Stream. High Five für Undertale Reference. Ich weiß nicht, was die am Plan sind. Wenn die einfach nur bedrohen wollen und es funktioniert nicht, werde ich am Ende wahrscheinlich sowieso eingreifen. Also ich denke, ich sag nicht, dass ich es mir überlassen soll. Obwohl auf der anderen Seite, wenn ich sage, dass ich es mir überlassen soll, komme ich vielleicht als Hero rüber. Und ich glaube, ich will der Held dieser Geschichte sein. Obwohl meiner Meinung nach Helden immer sterben und man sollte kein Held sein. Das klingt sehr negativ, aber das ist meine Meinung. Meiner Meinung nach sterben Helden. Ich frag, was Morgana am Plan ist.